Ja, nach diesem schwungvollen Beginn durch den Posaunenchor unseres CVDM darf ich Sie, liebe Gäste, hier in unserer Stätte, auch zu Hause an den Bildschirmen bis hinein begrüßen. Wir feiern Geburtstag, 125 Jahre CVDM Walheim. Danke, dass Sie gekommen sind, um mit uns zu feiern. Dankbar dürfen wir als Verein auf diese 125 Jahre zurückblicken. Und zu solch einem besonderen Anlass gehören natürlich auch besondere Gäste. Vor mehr als einem Jahr habe ich mir Gedanken gemacht, welche Referenten könnte man denn einladen? Wen würde die Gemeinde denn gern hören? Über wen würde man sich freuen, wenn er oder sie käme? Und da kam mir der Name Käßmann in den Kopf. Ich hatte schon mehrere Vorträge von ihr gehört und das eine oder andere Buch von ihr gelesen. Mutig, wie ich war, habe ich eine Mail an ihr Büro geschickt. Die Antwort kam prompt. Ich setze Sie gerne, so schrieb die Sekretärin, noch unverbindlich auf unsere Interessenliste für 2024. Die Entscheidung, wie viele Termine vergeben werden, wird voraussichtlich bis Ende Juni diesen Jahres fallen. Zugegebenermaßen ist die Liste allerdings schon recht lang. Die Chance sank, die Zeit verstrich und meine Hoffnung. Am 13. Juli dann kam wieder eine Mail. Kürzlich fand ein jährlicher Termin zwischen Margot Käßmann und mir, der Sekretärin, statt, an dem wir alle Lesungsanfragen für das Folgejahr durchgehen. Und dann der entscheidende Satz: Sie gehören zu denjenigen, denen ich einen Termin anbieten kann. Man kann sich kaum vorstellen, wie glücklich, überwältigt ich in diesem Moment war. Und nun ist sie tatsächlich da. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Käßmann, schön, dass Sie heute hier sind. Wer kennt Sie nicht? Aber ein paar Schwerpunkte möchte ich doch aufzählen. In jungen Jahren spielte sie im Posaunenchor ihrer Heimatgemeinde. Und dann passt es, dass unser CVDM heute Abend den Abend mitgestaltet. Mutter von 4 Töchtern und 7 Enkelkindern, mit 25 Jahren als jüngstes Mitglied in den Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen gewählt, dem sie bis 2002 angehörte. Von 1994 bis 1999 war Frau Käßmann Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. 1999 wurde sie zur Bischöfin der Landeskirche Hannovers ernannt und 2009 war sie Ratsvorsitzende der EKD. Referentin beim Ökumenischen Kirchentag in München. Sie hatte eine Gastprofessur und war Gastdozentin. 2011 stellte die EKD Frau Käßmann als Botschafterin des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformationsjubiläum 2017 vor. Sie wurde sogar für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen, hat dies aber abgelehnt. Das sind nur ein paar wenige markante Einblicke in ihr theologisches Berufsleben. Wer mehr wissen möchte, bei Wikipedia kann man eine halbe Stunde lesen. Wichtig war ihr immer die Betonung des christlichen Glaubens. Der Glaube ist Voraussetzung für Engagement,
ein klares geistliches Profil. Als sie einmal gefragt wurde, welches Buch sie auf eine einsame Insel mitnehmen würde, kam sofort die Antwort: die Bibel. Margot Kessmann, für viele ist sie ein Vorbild. Durch ihre konsequente Haltung hat sie bei der evangelischen Kirche in Deutschland ein Gesicht und eine Stimme gegeben. Entsprechend lautet zum Beispiel ein Buch: Margot Kessmann engagiert evangelisch. Zwischenzeitlich ist sie unter anderem zur Bestseller-Autorin geworden. Für mich, so sagt sie, ist es eine wunderbare, spannende Aufgabe, Bücher zu schreiben. Ich versuche dabei, das Leben in unserer Zeit mit den biblischen Überlieferungen zu verbinden und so den christlichen Glauben zu erweisen. Spannend ist für mich, dass ich selbst in so einem Prozess immer wieder neue Seiten an der Bibel entdecke. Freundschaft, die uns im Leben trägt. So lautet der Titel eines neueren, mutmachenden Buches und das Thema des heutigen Abends. Ich freue mich und bin gespannt, was Sie, liebe Frau Dr. Kessmann, uns dazu zu sagen haben. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Reisinger, danke für die freundliche Begrüßung. Jetzt möchte ich sagen, ich habe gar keine Sekretärin mehr und auch kein Büro mehr, aber ich habe einen ganz kleinen Verlag, die haben nur 4 Mitarbeiter, die kenne ich alle, sage ich eben gerne Bücher und die Anfragen zu Lesungen gehen dann immer an die und im Juni setzen Christine Beithardt und ich uns zusammen und überlegen dann, ja, wo gehst du hin und wo gehst du nicht hin. Und ich bin besonders gerne gekommen, das will ich sagen, wegen des CVJM, weil ich als Kind, als Jugendliche, mein Partner übrigens auch, wir haben großartige Kinder- und Jugendarbeit in unserer Kirche erlebt, ohne dass es je irgendwelche Übergriffe, irgendetwas gegeben hätte. Und ich muss sagen, mich bedrückt ungeheuer, wie diese ganze tolle Kinder- und Jugendarbeit, die es gibt, jetzt unter so einem Schatten steht, weil wir alle furchtbar erschrocken, erschüttert, betroffen sind über die Studie über sexuellen Missbrauch. Ich finde, das muss aufgeklärt werden, es muss Prävention geben, aber trotzdem ist glasklar, viele, viele Menschen in unserem Land sind geprägt durch richtig gute kirchliche Kinder- und Jugendarbeit und das will ich nicht schlecht gemacht wissen und deshalb bin ich unter anderem auch heute hier. So, das war der Auftakt. Und jetzt ja, ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund ist der größte Schatz, den es gibt. So singen sie die Comedian Harmonists. Und wenn ich dieses Lied höre, dann denke ich immer an den berühmten Film mit Heinz Rühmann, Die drei von der Tankstelle. Wir waren 3 Schwestern, der kleine Bruder ist als Säugling gestorben, 3 Schwestern, mein Vater hatte eine Tankstelle, also waren wir auch immer die 3 von der Tankstelle. Deshalb mochte ich das auch so gerne. Der Film erschien 1930 und dieses Lied von Werner Richard Heymann wurde ein Schlager, geradezu ein Volkslied. Und ich finde, irgendwie ist es doch auch bis heute tröstlich. Wir leben in so unruhigen Zeiten, wenn alles sich verändert, unterzugehen scheint, ja selbst wenn deine Liebe zerbricht, so ein richtig guter Freund, eine richtig gute Freundin, die geben dir Stabilität. Das entspricht meiner persönlichen Lebenserfahrung, aber das entspricht auch dem Rat und der Analyse von Therapeuten. Ein Freund, eine Freundin haben, tut gut, wenn manches aus den Fugen gerät. Wir in unserer Generation haben viele gute Zeiten erlebt und heute sind wir verunsichert. Armut, Rassismus, Antisemitismus, Krieg und die Angst vor der Klimakatastrophe. Gerade in solchen Beziehungen, die uns tragen, die uns Kraft geben. Laut einer aktuellen Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, das muss ich jetzt weglegen, weil es dauernd brummt, warten Sie mal. Laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft
sind 10% der Menschen in unserem Land einsam. Sie sind so einsam, dass sie nur einmal im Monat ein persönliches Gespräch führen. 68% der Einsamen in unserem Land schämen sich dafür, dass sie einsam sind. Jeder vierte von ihnen hat keinen Kontakt zu den eigenen Kindern. Das ist besonders schlimm, finde ich. Und 33% der alleinlebenden Senioren schauen mehr als 6 Stunden am Tag Fernsehen. 37% am Leben teilzunehmen. Aber ich finde, da können wir doch einhaken. Wir können auch vorsorgen, dass wir Freundschaften anfangen, dass wir neue Freundschaften finden, dass wir Beziehungen knüpfen, die uns tragen. Jeder Mensch spricht über Freundschaften. Ich wollte darüber immer schon mal schreiben, weil mir Freundschaften so wichtig sind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schreibe mal über Freundschaften. Wie machst du das eigentlich? Wie beschreibst du? Es gibt natürlich wissenschaftliche Analysen, aber dann dachte ich, am besten ist, du erzählst in einem Buch über Freundschaft, über deine Freundschaften. Und damit Sie jetzt nicht denken, ich habe irgendjemandes Vertrauen missbraucht, alle, die hier in diesem Buch namentlich genannt werden, denen habe ich die Textpassage über sie vor Drucklegung zugeschickt und habe gesagt, darf ich das so schreiben? Alle, fast bis auf eine, haben gesagt, kannst du so schreiben? Die eine hatte lauter Korrekturen und die ist Theologieprofessorin. Das habe ich vorher gewusst, dass die das macht. Ja? Meine älteste Freundschaft, ich kann nicht genau sagen, wie lange die gewährt. Meine Zwillingstöchter werden Anfang April 38, kaum vorstellbar. Aber jedenfalls so lange. Almut. Wir lebten damals beide in einem hessischen Dorfkreis, Nordosthessen, für die, die das nicht so kennen, gezogen. Und ich muss sagen, für mich war es nicht einfach. Ich hatte noch nie auf einem Dorf gelebt. Ich kannte das nicht. Es wurde geguckt, wann gehen denn bei Pfarrers morgens so die Rollläden hoch? Hat Frau Pfarrer etwa Lippenstift aufgelegt? Und wie benimmt sich diese älteste Tochter? Die war damals schon 4. Ich kannte das alles nicht und erlebte dann, wir hatten natürlich einen Pfarrgarten und ich habe mich redlich bemüht, ein paar Erdbeeren, ein paar Bohnen, ein bisschen Salat, dass geguckt wurde, ne, die Erdbeeren müssten mal verzogen werden und die Bohnen stehen irgendwie auch schief. Auf jeden Fall war ich noch nicht so richtig angekommen. Mir fehlte aber auch die Zeit zum weiteren Nachdenken. Die Zwillinge kamen zur Welt, 3 kleine Kinder. Das ist halt so, du bist von Anfang bis abends eingespannt. Und ich sehe mich noch unseren großen Kinderwagen mit den beiden Zwillingen, den Hügel, wirklich einen Huppel, nach Ebersdorf hinaufschieben. Meine älteste Tochter sprang nebenher und dieser Nachmittag mit Almut und Thomas hatte was Belebendes. Das war entspannt. Ich war nicht auf einmal die Frau Pfarrer, sondern ich war einfach eine unter vielen. Wir haben uns danach oft eingeladen zum Kaffee. Wir sind spazieren gegangen, essen gegangen und es vertiefte sich. Es entstand ein Vertrauensmoment, ein Vertrauensverhältnis. Manchmal haben wir uns hinterher angerufen, hast du das auch richtig verstanden? Gute Freundschaft, damit will ich gleich anfangen, braucht 2 Dinge. Zeit, die du miteinander verbringst. Kannst du auch erzählen, was nicht so stimmig ist in deinem Leben? Du brauchst dich nicht schämen, weil klar ist, jeder Mensch macht Fehler, nie gelingt alles. Unsere intensive Verbindung hat für unser beider Leben eine große Bedeutung. Wir sind regelmäßig ständig im Kontakt und bei so langen Freundschaft entstehen Geschichten. Da brauchst du nur noch Stichworte und beide wissen Bescheid. Ein Stichwort für uns ist 1. Mai. Es war 1. Mai, es schüttete in Strömen und wir haben gesagt, aber ein Ausflug muss sein. Unsere beiden Ehemänner sagten, nein, es schüttet in Strömen. Wir waren stur, haben unsere 5 Mädels damals in Bollerwagen gesetzt, Saft, Kaffee, Kekse dazu, sind los und waren im Nu sacknass. Da begegnete uns der oberste Landwirt im Dorf und sagte laut, dass ihr 2 Weiber sie nicht alle habt, wusste ich schon immer. 1. Mai. Oder Normandie. Almutsmann Thomas und ich nahmen die Mädels mit an den Strand, damit Almut, seine Frau und mein Mann einen kinderfreien Nachmittag hatten. Wir waren also mit 5 Mädchen am Strand, ich mit meiner 4. Tochter hochschwanger. Ich werde diese Blicke der Franzosen nicht vergessen, nach dem Motto, wissen die Deutschen nicht, verhütet, so viele Kinder. Ja.
Oder wir waren im Urlaub, Almut und ich. Almut hatte exakt 600 Euro für einen Urlaub und das, was wir tun konnten, war ein Hotel in der Türkei damals. Wir lasen dasselbe Buch, das machen wir heute noch, wenn wir zusammen Urlaub machen. Damals Rafik Shami, die dunkle Seite der Liebe. Wenn eine von uns Rafik Shami erwähnt, fangen wir an zu lachen. Denn wir lasen im Garten des Hotels und ich musste über eine Textpassage so lachen. Ich werde es nicht ausführen, es geht um Sesamkringel und Sexualität, dass ich laut losgepustet habe. Almut schaute mich schief von der Seite an. 5 Minuten später lachte sie laut los und ich wusste, sie ist an derselben Seite angelangt, in diesem Buch. Als Studienleiterin an der Akademie in Hofgeismar war, gehörte die Kinderakademie zu meinen Aufgaben. Das waren Wochenenden für Familien, wunderbare Osterwochenenden, was wir miteinander verbracht haben und auch Sommerfreizeiten. Ein Jahr waren wir in einem JM-Heim in Schweden. Mein Mann, es war Krieg im ehemaligen Jugoslawien, war für ein Friedensprojekt nach Bosnien gefahren und wollte 5 Tage später nachkommen. Wir fuhren im Konvoi auf die Fähre nach Schweden. In meinem Auto saßen insgesamt 5 Kinder. Ein Neffe von Almut hatte in diesem Bulli, den wir da von der Akademie hatten, Platz gefunden. Als wir von der Fähre fuhren, hielten sie kein einziges Auto an, außer meinem. Der Zöllner stellte nicht fest, dass ich nur Pässe für 4 Kinder hatte, aber 5 an Bord. Aber er stellte fest, dass die Pässe meiner Zwillingstöchter abgelaufen waren. Daran hatte ich nicht gedacht, als ich nach Schweden fuhr. Die einzige Möglichkeit, wurde mir erklärt, wäre, zum deutschen Konsulat in Göteborg zu fahren, um Ersatzpässe zu besorgen. 6 Uhr früh, Göteborg, es regnet. Wir fahren ohne Navi, damals für die Jüngeren gab es damals noch nicht, und suchen das Generalkonsulat ohne Ortskenntnisse. Wir finden endlich die richtige Straße, einen Parkplatz in einem benachbarten Café, lassen Thomas und ich Almut mit insgesamt 7 Kindern zurück. Wir kamen ins Konsulat und eine Dame, es ist jetzt ein bisschen gemein, aber ich hatte den Eindruck, die hat früher an der Grenze zur DDR Dienst getan, sagte: Sie wünschen? Ich habe gesagt, ja, die Pässe meiner Zwillingstöchter sind abgelaufen, wir brauchen eine Verlängerung. Sie sah Thomas an und sagte: Sind Sie der Vater der Kinder? Ich habe gesagt, nein, das ist ein Freund. Aha, ein Freund. Und wo ist der Vater der Kinder? Ich habe gesagt, der ist in Bosnien. Aha, in Bosnien. Ich höre jetzt auf, es ist eine lange Geschichte, wir konnten nachher nach Schweden einreisen, aber das habe ich nie vergessen. Wir hatten viele lustige Zeiten zusammen. Einer der schwersten Momente unserer Freundschaft war ein Anruf, bei dem Almut mir erzählte, dass Thomas eine Krebsdiagnose hatte. Die war absolut beunruhigend. Ich konnte nicht viel sagen. Ich habe mit ihr geweint am Telefon. Ich finde Vertrauen, gemeinsame Zeit, gemeinsames Lachen und zusammen weinen, das gehört auch zur Freundschaft. Die kommenden 13 Monate waren schwer für Almut. Wir waren ständig in Kontakt, haben telefoniert. Ich bin so oft ich konnte hingefahren. Thomas hat um sein Leben gekämpft. Gegen Diagnosen hatte ich Chemotherapien, so gut es ging, weggesteckt. Aber Almut war wie gelähmt vor Angst. Ihre Mutter war gestorben, als sie 11 war. Ihr Vater erst kürzlich und jetzt das Leben ihres Mannes auf Messers Schneide. Ich denke rückblickend, dass ihr schon früh klar war, dass es nicht gut ausgeht. Als ich einmal zu Besuch kam, bat sie mich, mich mit Thomas auf den Balkon zu setzen und alles zu besprechen, was es zu besprechen gäbe. Sie hat uns eine Flasche Wein hingestellt und ist gegangen. Thomas hat gesagt, er möchte, dass ich ihn beerdige. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich das bei einem so guten Freund schaffe. Er hat gesagt, na klar, das ist ein Freundschaftsdienst. Wir haben über alle letzten Dinge miteinander geredet und er hat gesagt, ich möchte, dass Almut bei meiner Beerdigung das hellgrüne Kostüm anzieht, das wir auf unserer letzten gemeinsamen Reise gekauft haben. Einige Tage später starb Thomas zu Hause im Beisein seiner Frau und seiner Töchter. Ich habe ihn bewundert. Er war nie der offensiv frömmste Christenmensch, aber er hatte alles geregelt, sich verabschiedet. Er war im tiefsten Frieden mit Gott gegangen, würde ich sagen. Der Schmerz war riesengroß. Ich bin hingefahren, habe Thomas ausgesegnet und ein paar Tage später beerdigt. Sie können sich vorstellen, dass Spieskappel heute noch davon spricht, dass eine junge Witwe im hellgrünen Kostüm bei der Beerdigung war.
Es waren schwere und schmerzvolle Tage. Mir tat es leid, Almut so zu sehen, aber ich habe trotzdem bewundert, mit welcher Kraft sie es geschafft hat, für sich und ihre beiden Töchter einen Weg zu finden, sie beide durchs Studium zu bringen, ganz alleine. Sie schrieb mir einmal: Ich mag das Maß, wie du mit meinen Gefühlen umgehst. Du übertreibst die Situation nicht, hast aber eine feine Dosierung. Ich denke, das gehört zur Freundschaft dazu, zu schauen, ob die Dosierung stimmt, der Zuwendung, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Ich ziehe das jetzt mal vor, das kommt nachher nochmal. Ich finde, Freundschaften müssen auch immer stimmig sein. Das kann sein, in der Zeit hat Almut mich mehr gebraucht, als ich sie gebraucht habe. Aber das muss ich über die Jahre irgendwie ausgleichen. Später kamen Jahre mit meiner Scheidung und meinem Rücktritt damals vom Amt der Ratsvorsitzenden. Da habe ich Almut morgens angerufen und sie hat sich in den ICE gesetzt und war da. Über die Jahre hat sich das Geben und Nehmen ausgeglichen. Aber wie entstehen überhaupt Freundschaften? Ab wann wird eine gute Bekannte zur Freundin? Auch darüber gibt es Studien. Es braucht mindestens 50 gemeinsam verbrachte Stunden, um vom Bekannten zum Freund zu werden. Weitere 90 Stunden, um vom Freund zum guten Freund zu werden. Und es braucht 200 gemeinsam verbrachte Stunden, sagen diese Studien, damit Menschen beste Freunde werden. Ich kann es deshalb nicht ernst nehmen, wenn eine Frau wie Paris Hilton in den USA eine MTV-Serie hat, in der sie immer wieder ihre neue beste Freundin sucht. Ja. Zumal die Dame einen ziemlichen Verschleiß an ziemlich besten Freundinnen hat. Nicole Richie war das schon mal, Kim Kardashian, Britney Spears. Und immer wenn die Freundschaft zu Ende ist, erzählt sie der gesamten Öffentlichkeit, was die Ex-Freundin ihr anvertraut hat. Die Freundin dieser Frau möchte ich gar nicht sein. Genauso wenig ernst nehmen kann ich, und das Buch ist erschienen, bevor der Krieg in der Ukraine begann, wenn der chinesische Präsident Xi Jinping beim Staatsbesuch in Russland erklärt: Präsident Putin ist mein bester Freund. Das ist doch nicht Freundschaft. Das sind Macht- und Wirtschaftsinteressen. Das ist Politikgehabe. Und durch die neuen sozialen Medien wie Facebook ist der Freundschaftsbegriff irgendwie hohl und leer geworden, finde ich. Facebook ist nicht face-to-face. Du kannst 5000 Freunde bei Facebook haben, aber wenn es dir schlecht geht, kannst du keinen anrufen, der kommen würde. Freundschaft kann sicher auch über Internet und Facebook in Verbindung gehalten werden. Das habe ich in der Corona-Zeit erlebt, dass es dann möglich war, sich anzurufen, über FaceTime Kontakt zu halten. Aber erst einmal musst du dich wirklich kennen. So, nun bin ich ja bekanntermaßen Pfarrerin, und wo guckt eine Pfarrerin nach, wo gibt es was zu finden? Haben Sie ja schon gesagt, Herr Reisinger, in der Bibel habe ich natürlich auch gesucht. Die für mich anregendste Passage über Freundschaft findet sich im Buch Hiob. Sie erinnern sich vielleicht, der Teufel ringt mit Gott, ob er diesen frommen Hiob nicht dazu bringen kann, vom Glauben abzufallen. Und der Teufel tut, was er kann. Er zerstört die wirtschaftliche Existenz von Hiob, seine Kinder sterben und ganz zum Schluss schlägt er ihn brutal persönlich mit Krankheit. Hiob geht es richtig schlecht. Und wenn es jemandem schlecht geht, wird er einsam, denn die Menschen meiden die Unglücklichen. Aber in solchen Situationen schlägt eben auch die Stunde der Freundschaft. Es heißt im Hiob-Buch: Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu trösten. Als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie Hiob nicht. Sie erhoben ihre Stimme und weinten, zerrissen ihre Kleider, warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt. Und dann saßen sie mit ihm auf der Erde, 7 Tage und 7 Nächte, und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass Hiobs Schmerz sehr groß war. 3 gute Freunde hat Hiob, vielleicht aus der Jugendzeit, sie leben offensichtlich nicht am selben Ort, aber die Nachricht von Unglück verbreitet sich schnell. Eliphas, Bildad und Zoar machen sich also auf den Weg, als sie vom Unglück des Freundes hören. Als sie ihn sehen, sind sie völlig schockiert, weil klar wird: Der Mann ist völlig am Ende.
Sie könnten ihn jetzt mit guten Worten und Beileidsbekundungen überschütten. Das wird schon wieder, Kopf hoch, alles wird wieder gut. Nein, Sie setzen sich einfach zu ihm und schweigen. Symbolisch sicher 7 Tage und 7 Nächte. Ich bewege das. Sie weinen mit ihm, sie schweigen mit ihm. Sie haben nicht sofort irgendwelche großen Worte. Dafür ist der Schmerz zu groß. Unsere Zeit hält solches Schweigen ja gar nicht mehr aus. Passiert ein Unglück, wird sofort getwittert, geblockt, geredet. Es hat wenig mit den Opfern zu tun, finde ich, sondern mehr mit Nachrichten, geilen Zeiten. Menschen brauchen aber auch heute diese Ruhe, diese Empathie. Sie brauchen keine vorschnellen Worte, sondern jemanden, der da sitzt und mit ihnen erstmal den Schmerz teilt. Mir gefällt gut, wie die Bibel hier von Freundschaft erzählt, dass sie Hiob in seinem Leid, ohne irgendwelche Fragen zu stellen, dastehen. Ich finde das bewegend. Sie werden dann anfangen zu reden. Also falls Sie heute Abend noch Zeit haben oder nicht schlafen können, lesen Sie mein Buch Hiob weiter. Dann kommen Gespräche, ein Gespräch nach dem anderen. Ist Hiob selbst schuld an seinem Leid? Wie kann Gott das zulassen? Warum geht es Hiob so schlecht? Aber erstmal schweigen Sie mit ihm. Der Text ist fast 600 Jahre vor Christus entstanden und zeigt bis heute, was das für große Fragen sind. Warum geht es den einen so schlecht im Leben, den anderen gut? Gibt es Neuanfänge? Hat Leid irgendeinen Sinn? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, wird ja in der Regel auf die Ehe bezogen. Aber ich denke, das gilt auch für Freundschaft. Nicht jeder Mensch lebt in einer Paarbeziehung oder einer Ehe. Es ist nicht defizitär, allein zu leben. Auch wer in einer Ehe lebt, kann durchaus einsam sein. Aber Freunde, Freundinnen, die dich begleiten, die dir Beziehung schenken, die wir brauchen, sie sind kein Ersatz für Partnerschaft, aber sie haben einen ganz eigenen Wert. Ich habe überlegt, dass ich zum Glück 3 Freundinnen wüsste, die kämen, wenn es mir so schlecht ginge wie ich. Und ich kenne mindestens 3, zu denen ich sofort fahren müsste, es geht ihnen so schlecht. Es gibt auch noch biblische Geschichten. David und Jonathan, eine große Freundschaft. David kommt an den Hof des Königs Saul, befreundet sich mit dessen Sohn Jonathan. Und als der König sich mit David überwirft, ihn sogar töten will, weil er seinen Thron bedroht sieht, muss sich Jonathan entscheiden. Am Ende ist Jonathan die Freundschaft zu David wichtiger als die Forderungen seines Vaters. Und als Jonathan stirbt, sagt David: Tut mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Manche interpretieren den Vers neuerdings als Andeutung der ersten homosexuellen Beziehung in der Bibel. Ich denke, das überträgt Themen von heute in eine Zeit, der das fremd war. David hat Jonathan geliebt, eine Männerfreundschaft. Es war ihm wichtiger als die Liebe zu Frauen, und ich meine, David und seine Liebe zu Frauen ist ein eigenes Kapitel, das können wir jetzt nicht aufmachen. Aber er hatte eine echte Männerfreundschaft. Und Frauenfreundschaft gibt es auch in der Bibel. 2 Passagen, die eine zwischen Ruth und Naomi, ihrer Schwiegermutter. Naomi hat mit ihrem Mann in der Fremde gelebt. Ihr Mann und beide Söhne sind gestorben. Sie will jetzt zurück in ihre alte Heimat nach Israel. Beide Schwiegertöchter hängen offensichtlich an ihr und wollen sie begleiten. Sie sagt: Nein, bleibt ihr in eurem Land, ich gehe zurück in meine Heimat. Die eine Schwiegertochter kommt dem Wunsch nach. Die andere, Ruth, sagt: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Dieser Vers im Buch Ruth: Wo du hin willst, gehst, da will ich auch hingehen. Den haben mir manchmal Brautpaare beim Traugespräch als Trauspruch vorgeschlagen, weil ich dann gesagt habe, das sagt die Schwiegertochter zur Schwiegermutter. Ich weiß nicht, ob es so passend ist für ein Paar, aber sollte es jetzt ihr Trauvers sein, freuen sie sich. Also der Vers ist ja schön. Ja. Aber das ist doch eine generationenübergreifende Frauenfreundschaft. Es ist noch nicht mal ein Kind da. Es sind 2 Frauen, die Witwen sind. Ganz schwieriger Status in der damaligen Zeit. Aber sie gehen miteinander durch dick und dünn. Und die Geschichte nimmt ein gutes Ende. Ruth wird Boas heiraten, ein Kind bekommen und Naomi wird sagen, dieses Kind ist wie ein eigenes Enkelkind für sie.
Noch eine Frauenfreundschaft aus der Bibel, die mich berührt, Elisabeth und Maria. Wir erinnern uns, Elisabeth wird nach jahrelangem Warten endlich schwanger. Maria wird überraschend sehr plötzlich schwanger. In der Bibel heißt es, Maria aber machte sich auf in diesen Tagen, ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt, rief laut und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Zwei Frauen, die sich offensichtlich gut kennen, vielleicht Cousinen sind, wird spekuliert. Zu wem gehst du, wenn du sehr jung bist, unglücklich, schwanger, du weißt nicht, was passiert? Du gehst zu deiner besten Freundin, auch wenn der Altersunterschied offensichtlich erheblich war. Maria bleibt lange bei Elisabeth, in der Bibel heißt es 3 Monate. Nun werden die Männer sagen, was können die 3 Monate geredet haben? Die Frauen wissen das. 3 Monate in der Schwangerschaft, du redest über alles, wie das wohl wird mit der Geburt und dem Stillen und dem Kind und dem Mann. 3 Monate vergehen. Die Frauen sind sich so innig verbunden, dass einst auch die Söhne innig verbunden sein werden. Schon in der Schwangerschaft ist das deutlich. Johannes, so erzählt es das Evangelium, später wird Jesus taufen. Ich habe mich deshalb oft gefragt, warum Freundschaft, die in der Bibel ja vorkommt, eigentlich in der Theologie überhaupt keine Rolle spielt. Es gibt schöne Verse, es gibt Freunde, steht im Buch der Sprüche, die hangen fester aneinander als Brüder. Oder im Buch Hiob ist sogar von der Freundschaft Gottes die Rede. Gott sprach mit Hiob wie mit einem Freund. Ist das zulässig, einen Begriff wie Freundschaft auf Gott zu beziehen? Sind Gott und Mensch nicht absolut ungleich? Würden wir Gott nicht erniedrigen mit unseren Freundschaftsbildern? Ich finde, wenn wir uns das Leben von Jesus ansehen, bekommt das einen neuen Blick. Ich finde, wenn Jesus so gern, das wird ja mehrfach erzählt, in das Haus von Maria, Martha und Lazarus ging, man da zusammengesessen hat, miteinander gegessen, getrunken und über Gott und die Welt geredet, das ist doch typisch Freundschaft, zusammensitzen, über Gott und die Welt reden. Jesus lebte in Freundschaft mit anderen und als er starb, blieben die zurückgelassenen Freundinnen und Freunde zusammen. Die Bibel spricht immer in unserer Übersetzung von Jüngern. Es waren Frauen und Männer, Freundinnen und Freunde. Man geht nicht mit Menschen, die man nicht mag, viele, viele Kilometer durch heißen Wüstensand. Eine Bindung, die entstanden ist und die über den Tod hinauswirkte. Und so sind ja auch die ersten Gemeinden entstanden. In freundschaftlichem Vertrauen konnten die ersten Christinnen und Christen nach und nach begreifen, der Tod hatte nicht das letzte Wort. Wenn wir das Wirken von Jesus als ein Leben in Beziehung zu Freundinnen und Freunden verstehen, dann entstehen auch neue Bilder von ihm als Mensch. Dann ist er nicht immer nur der große Verkündigende, sondern der, der Gemeinschaft sucht, in Beziehung lebt. Als ich das letzte Mal in Israel war, konnte ich mir das auf einmal vorstellen. Gottes Sohn unterwegs mit Freundinnen und Freunden. Er ist viel gelaufen, von Kapernaum nach Magdala, vom See Genezareth nach Nazareth, von Jericho nach Kana bis nach Jerusalem, weite Strecken über Gott, Zeit für Gespräche. Und er bleibt dabei im Garten Gethsemane, sagt er selbst zu Judas, als der ihn anspricht, mein Freund, dazu bist du gekommen? Im Grunde, finde ich, bietet das Neue Testament eine Grundlage für eine Theologie der Freundschaft. Und es ist ja bezeichnend, dass Jesus seine Gefährten nicht alleine losschickt, sondern immer 2 und 2. Es braucht keine heroischen Einzeltäter. Und als er im Garten Gethsemane verzweifelt betet, bittet er seine Freunde, bei ihm zu bleiben, wachet mit mir. Später zieht Paulus missionierend mit seinem Freund Silas umher. Und die Apostel Petrus und Jakobus leiten gemeinsam die Gemeinde in Jerusalem. Dorothee Sölle ist eine Theologin, die in unserer Kirche durchaus umstritten ist. Sie ist 2003 verstorben. Was ich an ihr besonders liebe, ist ihre Poesie. Sie hat viele, viele Gedichte hinterlassen. Und ich finde, in einem
greift sie, Gott sprach mit Hiob wie mit einem Freund eindrucksvoll auf. Sie schreibt, Freundschaft. Gott, du Freundin der Menschen, lass mich nie ohne Freundin sein. Lass mich geben, lehr mich nehmen, zeig mir, wie ich trösten kann, gib mir die Freiheit, Kritik zu üben. Gott, du Freundin der Menschen, lass mich nie ohne Freundin sein, gib uns Raum, uns zu wehren und die Kraft, es ohne Gewalt zu tun. Gib uns den langen Atem, auch wenn wir wissen, dass die Zeit nicht in unseren Händen ist. Gib uns das Lachen im kurzen Sommer. Gott, du Freundin der Menschen, lass mich nie ohne Freundin sein. Wir gehen zu zweit los, aber deswegen sind wir immer schon mindestens drei auf dem langen Weg zum Brot, das ist, mit dem Wasser, das niemand vergiftet hat. Gott, du Freundin der Menschen, lass keine von uns je ohne Freundin sein. Ich muss sagen, bei diesem Gedicht stört es mich überhaupt nicht, Gott als Freundin zu hören. Der Weg der Freundschaft wird gepriesen, ja um Freundschaft wird gebetet. Und Sölle spielt ja an auf die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus, die auf einmal spüren, dass der Auferstandene unerkannt als dritter Weggefährte bei ihnen war, als er mit ihnen Brot brach und Wein teilte. Da geht es um die besagte Freundschaft über den Tod hinaus, eine lebendige Beziehung, die Grenzen überschreitet. Jesus als Freund, der erzählt, wie er Gott versteht. Gott als Freundin, die zuhört und tröstet. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild. Christsein können wir als ein Leben in Beziehungen beschreiben. In Beziehung zu Gott, aber eben auch zu anderen Menschen. Genau das hat Jesus vorgelebt durch sein Gottvertrauen und durch sein Vertrauen in Menschen. Bei der Lektüre des Buches Freundinnen von Susan Sitzler, das ist eine Soziologin, wurde mir das erste Mal bewusst, dass Frauenfreundschaft erst in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen hat. Es gab noch vor 200 Jahren gar keine Räume dafür. Frauen konnten sich nicht einfach ohne Aufsicht mit anderen Frauen treffen. Alle Klöster waren Orte von Frauenfreundschaft, wo meist privilegierte, wohlhabende Frauen zusammenkamen. Aber wirklich freie Räume waren es nicht. Vielleicht entwickelte sich aber hier und da im Kloster eine Frauenfreundschaft. In dem Film Katharina Luther, der 2017 in die Kinos kam, wird das schön deutlich. Der Vater bringt das kleine Mädchen ins Kloster, weil er sie nicht ernähren und erziehen kann. Das Kind leidet unter dem Mangel an Liebe und dem Mangel an Freiheit. Aber im Kloster entsteht eine Freundschaft zwischen Katharina von Bora und Magdalena Staupitz. Und Ostern 1523 werden diese beiden Frauen gemeinsam mit 23 anderen Zisterzienserinnen aus dem Kloster Nimschen nach Wittenberg fliehen, zu Martin Luther. Eine andere lange Geschichte, nicht für heute Abend. Zu dieser Zeit hatten Frauen es schwer. Ein Leben lang waren sie abhängig von ihren Vätern oder Ehemännern. Sie wurden nicht gefragt, ob sie überhaupt heiraten wollten. Sie hatten keine Wahl. Es gibt einen schönen Film, jetzt lauter Filmempfehlungen, ja, heute Abend, aber einen noch. Die göttliche Ordnung, wenn Sie Zeit haben, den gibt es noch in der Mediathek, habe ich noch nachgeguckt. Das ist ein kleiner Ort im Appenzeller Land, in dem 1971 sich Frauen befreunden. Und im Zentrum steht die Freundschaft zwischen einer schon sehr alten Frau und einer sehr jungen Frau, die versuchen, ihre Männer zu überzeugen, dass das Frauenwahlrecht in der Schweiz 1971 übrigens eingeführt wird. Eine sehr schöne Geschichte über Frauenfreundschaft. Ich erinnere mich selbst sogar noch an Zeiten, dass es weniger wert war, nur mit Frauen zusammen zu sein. Da fragt ein Mann, wofür habt ihr euch denn geschminkt? Ihr trefft euch doch nur unter Frauen. Als wäre es das überhaupt nicht wert, sich dafür schön anzuziehen. Als sei Weiberzeug weniger wert, als sich mit Männern zu treffen. Das hat sich, glaube ich, deutlich geändert. Die Wertschätzung selbst der Freundschaft. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass Frauen sich dabei frei machen von diesem Urteil, wer wie zu leben habe und dass Frauen untereinander befreundet sind, ob sie Kinder haben oder nicht, ob sie Kinder mit drei in die Kita schicken oder mit eins in die Kita schicken, sondern einfach sagen, wir können Frauenfreundschaft haben über Generationen hinweg und auch über unterschiedliche Lebensmodelle. Muss ich mal gucken, wo ich jetzt bin. Ich habe so viel erzählt. Achso, ich habe mich noch gefragt, hatten meine Eltern
Freundinnen und Freunde. Und es fiel mir schwer. Bei uns kamen Tanten zum Kaffee trinken, aber meine Mutter eine Freundin. Und dann habe ich überlegt, eine gab es vielleicht doch. Das war Tante Paula. Meine Mutter war junge Krankenschwester in Berlin gewesen, als die Bomben fielen, und sie wurde mit ihrer Kinderklinik evakuiert nach Rügen, weil man meinte, da kommt der Krieg nicht so schnell hin. Dann kam die Sowjetarmee, meine Mutter ist mit dem letzten Schiff von Sassnitz Richtung Schweden, da konnten sie aber nicht anlanden, dann schließlich Dänemark, und sie kam da in ein Internierungslager. Ab und an durfte sie das Lager mit einem Kind verlassen, wenn dieses Kind in der Klinik in Kopenhagen versorgt werden musste. Und sie hat immer erzählt, dass dieses eine Kind dann sich die Nase platt drückte an einem Bäckerladen und besagte Tante Paula rauskam und meiner Mutter heimlich eine Semmel in die Manteltasche steckte, was eigentlich für Dänen auch verboten war. Da entwickelte sich das, was ich doch eine Freundschaft nennen würde. Und ich erinnere mich so gut daran, aus einem ganz banalen Grund, weil diese Tante Paula mit Onkel Harald, ich weiß gar nicht, wie die im Nachnamen hießen, die rauschten ab und zu bei uns an, als ich Kind war. Und Tante Paula hat mich fasziniert. Meine Mutter trug eigentlich einen grauen Rock und eine weiße Bluse. Aber diese Tante Paula hatte einen kleinen Koffer, der voll war mit knitterfreien, quietschbunten Kleidern. Und das habe ich ungeheuer bewundert. Tante Paula hatte, ja, quietschbunten Kleidern. Jetzt habe ich über Frauenfreundschaft ganz viel gesprochen. Und natürlich ist es also auch die Frage, gibt es auch Freundschaft zwischen Männern und Frauen? Der Film Harry und Sally, noch ein Film, ich merke es gerade, ja. Ich gucke aber nicht nur Filme den ganzen Abend. Ja. Der will das ja testen. Und die Frage ist, kann es eine Freundschaft zwischen Mann und Frau geben? Und Harry sagt in dem Film, Sex gets always in the way. Am Ende werden die beiden dann auch ein Paar. Gibt es das eigentlich, Freundschaft zwischen Männern und Frauen ohne sexuelle Anziehungskraft? Oder wird aus Freundschaft dann doch Liebe? Bei homosexuell Liebenden wäre es natürlich dieselbe Frage mit Blick auf das gleiche Geschlecht. Der Psychotherapeut Wolfgang Krüger erklärt, eine Freundschaft zwischen Frauen und Männern funktioniert, wenn eine von drei Voraussetzungen ist, er ist in einer festen Bindung und erotisch erfüllt, sie ist nicht sein Typ Frau oder eine Frau, der vom Verhalten her eher kameradschaftlich ist. Ich denke, nach meiner Erfahrung gibt es Freundschaft zwischen Männern und Frauen, wenn glasklar ist, da ist keine Erotik oder sexuelle Anziehungskraft überhaupt im Raum. Ich war viele Jahre mit einem Mann befreundet, der an Krebs starb. Er war verheiratet, ich war verheiratet. Wir haben uns super gut verstanden, waren beide sehr engagiert im Ökumenischen Rat der Kirchen. Wir haben dann einmal einen Abend darüber gesprochen, ob Sexualität für uns eine Bedeutung haben könnte, und es war glasklar, überhaupt nicht. Dieser Mann hat mich als Mann überhaupt nicht angesprochen und ich ihn nicht als Freundschaft war möglich. Und ich fand das auch eine gute Freundschaft, weil manchmal ist ja auch ganz wichtig, als Frau, was du nicht verstehst, mal mit einem Mann besprechen zu können und umgekehrt. Wir haben uns jedenfalls bestens verstanden und es war eine Beziehung, die ich als gute Freundschaft würde. Von Zeit zu Zeit, denke ich, ist das immer wieder möglich und ich denke, wir sollten das nicht als lächerlich abtun. Wenn beiden klar ist, dass die Voraussetzung ist, Sexualität spielt keine Rolle, kann es gut sein, wie Männer und Frauen befreundet sind. Nach meiner Erfahrung aber lässt sich mit Frauen schneller über Gefühle, Beziehungen, Ängste und anderes mehr sprechen. Ich denke, das kommt daher, dass Frauen immer ganz schnell Persönliches zur Sprache kommt. Und ich habe neulich überlegt, ich glaube, das liegt schon daran, dass Frauen auch mit ihrem Körper einfach mit Persönlichem sehr stark immer konfrontiert sind. Das fängt an mit der Menstruation und Klimakterium. Da ist ja immer irgendwas, worüber man sprechen kann. Bei Männern ist es oft erst der Austausch, ist nachgewiesen, zu Politik, Sport, gemeinsame Hobbys oder Reiseerfahrungen. Das sind die Gesprächsthemen von Männern. Bei ihnen spielt beruflicher Status, Erfolg und Leistung eine größere Rolle. Bei Frauen eher die Erfahrung im Frauenleben, das sehr schnell persönliche Gespräch. Der franziskanische Theologe und Männertherapeut Richard Rohr sagt, dass Männerfreundschaft auch ein aufrichtiges Gespräch unter Männern über Sexualität braucht. Ob das stimmt, müssen jetzt die Männer hier beantworten. Frauenfreundschaft mit homosexuell liebenden Männern ist für Frauen natürlich wesentlich entspannter. Da ist von vornherein klar, Sexualität spielt kein Thema.
Als ich junge Pfarrerin in eben diesem Spieß-Kappel war, hat mir einmal jemand gesagt, Frau Käßmann, ist Ihnen das nicht unangenehm, neben einem Homosexuellen zu wohnen? Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, als Mutter von 4 Töchtern gibt es nichts Besseres als Nachbarn. Also. Eine Therapeutin sagte mir einmal, die meisten Menschen würden von einer Paarbeziehung einfach viel zu viel erwarten. Sie erlebe das in der Beratungspraxis immer wieder. Die Paarbeziehung soll alles leisten. Vertrauen, Nähe, Freiräume, Aufgeschlossenheit, gemeinsame Hobbys, Toleranz, Verlässlichkeit, Zärtlichkeit, ein Bemühen um den gemeinsamen Haushalt, Großzügigkeit, Sparsamkeit, Erziehung der Kinder, Zeit für Zweisamkeit und so weiter. Das alles mit einer Person auf die Reihe zu bekommen, ist unrealistisch. Deshalb ist es gut, wenn es auf der einen und der anderen Seite Freundinnen und Freunde gibt, mit denen du auch ein Leben führst. Das halte ich für sehr plausibel. Und außerdem brauchst du Freundinnen und Freunde, um mal über den Partner, die Partnerin oder die Kinder zu reden. Das muss ja auch irgendwo tatsächlich Raum haben. Insofern können sich Paarbeziehungen und Freundschaft wirklich ergänzen. Jetzt muss ich sagen, ich habe im Buch jetzt auch noch ein paar Passagen. Natürlich kann es auch Knatsch geben, wenn der Partner die Freundin der Frau überhaupt nicht mag oder sowas alles. Das gibt es alles auch. Aber ich finde erstmal gut, wenn wir neben den Paarbeziehungen, die wir leben, auch Freundschaften haben. Dass Familie und Freundschaft ein heikles Thema sein kann, das weiß die Bibel nun auch schon. Ich denke an die Szene, als Jesus sich von seiner Familie abgrenzt. Es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm, ließen ihn rufen. Das Volk saß um ihn. Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Er antwortete, wer ist meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern? Und sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter, das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Ehrlich gesagt, als Mutter ärgere ich mich über diesen Bibeltext. Ja? Ich habe gedacht, Jesus ist doch schon durch die Pubertät bei der Szene. Das muss Maria und die Geschwister ja deutlich verletzt haben, wenn die Freunde auf einmal an die Stelle der Familie treten. Dann wird das Miteinander in der Familie empfindlich gestört. Und ich finde es interessant, dass die Bibel das überhaupt thematisiert. Es wirft ja doch ein bisschen ein kritisches Licht auf Jesus, den Sohn. Aber es zeigt, was schon die Kirchenväter formulierten, er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Diese Zurückweisung, diese Phasen der Kinder, die gibt es und die sind für die Eltern und die Geschwister manchmal nicht einfach zu tragen. So, Entschuldigung, ein bisschen blättern. Mir ist klar, dass es nicht immer gelingt, einen Kontakt auf gute Weise aufrechtzuerhalten. Ein Mann erzählte mir, dass er einen sehr guten Freund einige Zeit nicht gesehen hatte. Dann haben die beiden sich endlich wieder für eine kleine Tageswanderung verabredet. Sie haben viel geredet. Er sagte, weißt du, diese alte Vertrautheit unserer Freundschaft hat sich einfach nicht mehr eingestellt. Und er war enttäuscht. Sie hatten sich auseinandergelebt. Ich habe das auch erlebt. Da versuchst du, an alte Zeiten anzuknüpfen, aber es gelingt nicht richtig. Du kannst nicht neu die Freundschaft lebendig machen. Manchmal liegt es auch an Lebensphasen, in denen wir leben, in denen wir ähnlich leben und in denen wir dann nicht ähnlich leben. Ich erinnere mich an ein Paar, mit dem mein Mann und ich befreundet waren, das wir dann besuchten. Wir hatten 4 kleine Kinder und sie hatten ein neues weißes Ledersofa. Das ging nicht gut. Wir haben sie nicht noch einmal besucht. Manche Freundschaften entwickeln sich spontan. Bei einem Konzertbesuch sitzen 2 Menschen nebeneinander, kommen ins Gespräch oder man trifft sich im Urlaub am Strand. Beide Männer haben Lust, Drachen steigen zu lassen. 2 mögen sich direkt und verabreden sich für einen Kaffee trinken und so wächst langsam Freundschaft. Oder es gibt einen Anlass, auf einmal vertieft sich die Beziehung, weil es eine gemeinsame Erfahrung gibt. Ich denke an eine Kollegin von mir, Hanna, die ich schon lange kannte. Wir waren uns jahrelang sporadisch, wie man Kolleginnen so kennt, begegnet. Als ich dann 5 Monate in Atlanta war, schickte sie mir zu meiner Überraschung eine E-Mail und sagte, weißt du was, ich würde dich einfach gerne mal 2 Wochen besuchen. Und wir hatten 2 intensive Wochen miteinander und da ist eine Freundschaft entstanden, die sich weiter vertieft hat. Auf Vorträgen und Veranstaltungen
Diesen treffe ich immer wieder viele Menschen. Und eine Frau aus Leipzig ist immer wieder mal aufgetaucht, gerade wenn ich in Ostdeutschland war. Wir haben ein paar Worte gewechselt und eines Tages gehe ich auf Usedom in dem kleinen Dorf joggen, in dem wir unser Familienhäuschen haben und treffe sie und sage, wie kommt das denn? Und es stellt sich heraus, dass sie in diesem kleinen Dorf schon zu DDR-Zeiten immer Urlaub gemacht hat. So sind immer mal Gespräche entstanden und eines Tages war ich auf dem Weg nach Meißen. Da sollte ich einen Vortrag machen, irgendwie gefühlt 350 Menschen. Aber der Zug, ich meine, ich bin heute auch mit dem Auto gekommen, Herr Wieselski lässt grüßen, ich strandete in Leipzig. Es ging überhaupt nichts mehr nach Meißen. Die Mietwagen waren auch alle weg und mich hatte Schweißausbrüche und dachte, wie kommst du jetzt nach Meißen? Dann dachte ich, ob ich die Ellen mal anrufen kann. Ich wusste, sie ist Lehrerin und arbeitet also immer nur so bis 14 Uhr. Dann habe ich gedacht, ich traue mich einfach. Ich habe sie angerufen und sage, sag mal, ist das eine Zumutung oder könntest du mich nach Meißen fahren? Sie sagt, kein Problem, 15 Minuten bin ich da. Tschong, kam sie mit ihrem kleinen hellblauen Auto angeprescht und bredderte mich pünktlich nach Meißen. Daraus hat sich eine gute Freundschaft über die Jahre jetzt entwickelt. Wir verbringen meistens noch mit anderen Freunden aus Ost und West den 3. Oktober auf Usedom. Und ich finde, es hat sich eine Freundschaft entwickelt, in der wir auch gut über Ost und West sprechen können, ohne diese ganzen Vorbehalte, wie Ossis sind, wie Wessis sind. Uns verbindet, dass wir beide evangelisch sind und sie kann gut erzählen, wie das war in der DDR, mit dem Glauben durchzukommen in einer wesentlich schwierigeren Situation als wir hier im Westen. Ich kannte natürlich die DDR aus dem kleinen Grenzverkehr, vielen Kirchenbesuchen, Kirchenpartnerschaften. Aus meiner Wahrnehmung haben die Westdeutschen den Ostdeutschen viel zu wenig zugehört. Für die Ostdeutschen hat sich alles verändert, für uns. Und ich finde, diese Räume zu haben, mit Ellen und anderen Freundinnen und Freunden über die DDR zu hören, zu erzählen, unsere gegenseitigen Wahrnehmungen auszutauschen, auf einer Basis von Vertrauen, das tut richtig gut. Und so kann Freundschaft Vertrauensraum sein. Von zwei Freundinnen will ich noch erzählen. Das eine ist Astrid, auch eine Frau, Kirchenvorstandsvorsitzende an der Marktkirche Hannover, die ich ebenso kannte, wie man sich kennt. In Hannover ist auch ein Dorf, im Grunde kennt da auch jeder jeden, sag ich mal. Jedenfalls schickte sie mir eine WhatsApp am Abend, bevor ich nach 8 Jahren in Berlin wieder nach Hannover zurückzog und schrieb, kann ich dir morgen eigentlich irgendwie helfen? Sie wusste, dass ich da umzog und ich habe gesagt, nein, kriege ich schon alles hin. Und hinterher dachte ich, das ist doch eine doofe Situation. Ich sollte ab 7 in der Wohnung sein, weil da irgendwann die Möbel kommen, aber es war ja nichts da, kein Glas, keine Tasse, keine Kaffeemaschine, nichts. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, habe ich geschrieben, könntest du beim Bäcker ein paar belegte Brötchen holen und vorbeibringen, bezahle ich dir auch. Ich kannte Astrid wirklich noch nicht gut. Sie kam um 7 Uhr, aber nicht mit ein paar belegten Brötchen. Astrid hatte 3 Körbe dabei. Becher, Teller, Wasser, Obst, Kaffee, Brötchen, geschmierte, belegte. Alles, was der Mensch zum Essen und Trinken nur brauchen kann. Die ist einfach wahnsinnig praktisch. Ja? Die Möbelpacker und alle anderen, die an dem Tag vorbeikamen, waren begeistert. Seitdem treffen wir uns öfter, gehen mal ins Theater, ins Kino. Und mir gefällt an Astrid so gut, die ist so unkompliziert. Da kannst du Ja sagen, kannst du Nein sagen, kannst am Abend vorher fragen, hast du Lust dazu? Es ist eine unkomplizierte Beziehung. Als ich an diesem Buch geschrieben habe und sie wusste das, hat sie gesagt, weißt du, was du noch aufnehmen kannst? Freundschaft bedeutet, du kannst auch kommen, wenn ich nicht aufgeräumt habe. Und das fand ich sehr klug, ein sehr kluger Satz. Ja. Zur Freundschaft gehört auf jeden Fall Gegenseitigkeit. Entscheidend ist, empfinde ich die Zeit als Gewinn. Und ich habe gedacht, eine Testfrage, ob es um Freundschaft geht, kann sein, freue ich mich, dass wir uns heute Abend treffen oder denke ich, oh nee, muss das heute auch noch sein? Das ist eine gute Testfrage. Sich füreinander Zeit nehmen ist neben dem Vertrauen, wie gesagt, von entscheidender Bedeutung. Es gibt sicher Phasen, da reicht es mal zu telefonieren oder eine Mail zu schreiben, aber im Grunde braucht intensive Freundschaft immer wieder Vertiefungsräume. Und sie braucht gemeinsame Rituale. Manche treiben zusammen Sport, andere verabreden sich regelmäßig zum Frühstück, zu einem Spaziergang oder haben eine feste Zeit, Pfingsten, Silvester. Auf jeden Fall muss Freundschaft eine Beziehung auf Augenhöhe sein. Es kann nie eine Person nur die Gebende, die andere nur die Nehmende sein. Es gibt Phasen, in denen einer mehr gibt als der andere, aber am Ende muss sich das ausgleichen. Und du musst Interesse aneinander haben.
Freundschaften entstehen ja oft im ähnlichen sozialen Umfeld und da ist auch klar, du hast besondere gemeinsame Interessen. Ich habe mitbekommen, dass ich mich schneller manchmal mit Menschen befreundet habe, deren Eltern auch Fluchterfahrung hatten, die Heimat. Übrigens, das steht hier gar nicht drin, aber ich war Samstag mit Almut zusammen und da haben wir nochmal drüber gesprochen, dass sehr verschiedene Erzählungen in den Familien sind. Ja? Meine Eltern hatten alles verloren. Sie hatten keine Heimat mehr, kein Haus, kein gar nichts, während Almut immer noch in dem alten landwirtschaftlichen Betrieb wohnt, in dem schon sie geboren ist, in dem ihre Eltern lebten, ihre Großeltern, ihre Urgroßeltern. Das sind sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen. Aber wenn du Interesse aneinander hast, an diesen unterschiedlichen Erfahrungen, dann kann auch über Unterschiede hinweg eine tiefe, tiefe Freundschaft tatsächlich entstehen. Ich denke nicht, dass ähnliche Herkunft eine Grundbedingung für Freundschaft ist und ein Musiker kann mit einer Leistungssportlerin befreundet sein, eine Lehrerin mit einer Künstlerin, ein Geschäftsmann mit dem Handwerker, aber der Respekt vor den Themen des Freundes oder der Freundin muss da sein und das erwarte ich von meinen Freundinnen und Freunden auch. Viele haben sehr unterschiedliche Berufe als ich, aber wir haben Interesse an dem, was der oder die andere tut. Ich kann mir auch vorstellen, mit Menschen befreundet zu sein, die unterschiedliche Vorstellungen haben als ich. Aber ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, der beispielsweise sagt, lass doch alle Flüchtlinge einfach im Mittelmeer ertrinken, ist mir doch egal. Das wäre mir niemals egal und ich kann das nicht verstehen. Ich kann mir vorstellen, mit einer Jüdin, einem Juden, einem Muslim, einer Muslima befreundet zu sein. Wir könnten sicher Gespräche über unsere Religion und wie wir dazu stehen führen. Ich kann mir nicht vorstellen, mit jemandem befreundet zu sein, der Religion verachtet. Jemand, der nicht religiös ist, schon, aber jemand, der Religion verachtet, dass Menschen religiös sind, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe einen Freund, der aus der katholischen Kirche wegen der Missbrauchsskandale ausgetreten ist, aber er hat den Glauben nicht verloren, das ist zu spüren. Er ist jemand, der Transzendenz sucht und der sich in der Bibel ziemlich gut auskennt. Wir können also darüber sprechen, was Grundwerte, finde ich, äußerst schwierig. Sympathie. Und Respekt voreinander. Durststrecken geben, aber ist ein Netz, das uns trägt. Die letzte Freundin, die ich erwähnen will, ist meine Freundin Elke. Die Frage ist ja auch, können Freundschaften im beruflichen Umfeld entstehen? Die habe ich kennengelernt, als ich vor 25 Jahren übrigens Landesbischöfin wurde. Das ist schon Vierteljahrhundert her, unvorstellbar. Sie wollte ein Buch mit mir machen und eine Kinderkirche und Karriere. Mir hat das Spaß gemacht. Sie war Lektorin und hat ein nettes Buch zusammengestellt. Man kannte sich so. Als ich nach meinem Rücktritt 2010 nach Berlin gezogen bin, muss ich mal sagen, der Schock in Berlin war noch größer als der Schock, als ich gezogen bin. Weil Berlin so unfreundlich ist. Ja? Da sagst du, ich hätte gern ein helles Brötchen. Das ist eine Schrippe. Als ich zurück nach Hannover gefahren bin, bin zum Bäcker gegangen, hat mich jemand der Straße, habe ich so einen Schreck gekriegt, das macht in Berlin keiner, ja. Habe ich gesagt, Elke, diese Stadt ist furchtbar, ich glaube, ich halte es hier nicht lange aus. Dann sagte sie, du musst das andere Berlin kennenlernen, wir gehen ab jetzt zusammen joggen. Ich auch gerne, aber sie ist eine entsetzliche Frühaufsteherin. Dann stand sie in der Woche um 7 Uhr morgens mit ihrem Auto vor meiner Tür und wir gingen zum Schlafen. Grunewaldsee. Ich muss sagen, das war eine gute Erfahrung. Dieses andere, das grüne Berlin zu sehen. Und wer laufen geht, vertieft die Beziehung. Das ging mir auch schon mit meiner Freundin Stefanie, so mit der ich in Hannover. Aber ich will ja reden. Ich laufe doch mit Ihnen, weil ich mit Ihnen reden will. Ja, also, naja. Das steht gar nicht da drin. Also da. Und ich hatte den Eindruck, dass wir den Tod, die Trauer, den Abschied von unseren Müttern in diesem Laufen, in unserer Freundschaft, mit der Dankbarkeit, Erinnerungen, auch dem Schmerz, auch den Schwierigkeiten, Erinnerungen bewältigen konnten. Elke ist eine kluge und Gesprächspartnerin und sie ist das, was ich sagen möchte, ist Freundin. Ich sage ganz offen, mir ist die Gabe des geduldigen Kochens nicht wirklich gegeben, aber Elke, die unvorstellbar, die legt Braten da 3 Tage ein und das ist alles unwahrscheinlich köstlich. Ich habe die beste grüne Soße meines Lebens bei ihr gegessen. Und diese Gastfreundschaft, das will ich erwähnen, das steht gar nicht in dem Buch drin, diese Gastfreundschaft hat sich meines Erachtens
für Elke als ihre Tochter ist vor einem Jahr am 6. Februar an einem Hirntumor gestorben mit 22 Jahren. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Freundschaft, die Gastlichkeit, die sie so mit vielen Menschen geteilt hat, sie getragen hat, weil all diese Menschen, die bei ihr zu Gast waren, sie durch dieses erste Trauerjahr getragen und begleitet haben. Die Gastfreundschaft an ihrem Tisch wurde das, woran sie sich festhalten konnte, als sie so Abschied nehmen musste. Jetzt kommen wir zum Schluss. Wenn Sie anfangen, über Freundschaft nachzudenken, dann Bibel, Filmen, ja, ziemlich beste Freunde, erinnern sich wahrscheinlich einige dran. In der Poesie, ich habe auch einige Gedichte hier. Ich möchte aber sagen, die liebsten Freundschaftsgeschichten in der Literatur habe ich beim Vorlesen bei meinen Enkelkindern entdeckt oder auch wiederentdeckt. Am allerliebsten ist mir Helmer Hahn. Zum Glück gibt es Freunde. Dieser arrogante Franz von Hahn, ja? Dieser clevere kleine Johnny Mauser, eine Maus, und der dicke Waldemar, eine richtig dicke Sau, ja, kann man sagen. Die leben in Mullewab und erleben jeden Tag zusammen Abenteuer, drei so verschiedene Tiere. Und immer wenn die Geschichte zu Ende geht, dann kommt ein kluger Satz. Oder Technik ist gut, Freundschaft ist besser. Es ist schön, Freunde und ein warmes Bett zu haben. Wie diese drei Freunde in Mullewab immer was zusammen erleben, finde ich großartig. Oder, das habe ich schon meinen Kindern vorgelesen, oh, wie schön ist Panama. Janosch hat mit dem kleinen Bären und dem kleinen Tiger ein so wunderbares Freundschaftspaar geschaffen, dass Eltern, Kindern und Großeltern gleichermaßen ans Herz wächst. Sie versichern sich immer, dass sie sich vor nichts fürchten müssen, weil sie ja einen Freund haben. Der Bär kocht für den Tiger jeden Tag dasselbe Essen. Aber er liebt es. Sie machen einen großen Ausflug, weil sie Panama suchen. Und am Ende sitzen sie auf einem roten Sofa in ihrem kleinen Häuschen und sind einfach rundherum glücklich, weil sie sich haben. Auch in der Poesie, wie gesagt, dreht sich viel um Freundschaft. Ich will mit einem Gedicht von Rainer Kunze enden. Die meisten sagen, es ist ein Liebesgedicht, aber ich finde es auch ein Freundschaftsgedicht, weil es davon spricht, dass Freunde verschieden sind, verschiedene Fähigkeiten haben, aber in der Verschiedenheit gemeinsame Erinnerung wächst. Rudern zwei. Rudern zwei ein Boot. Der eine kundig der Sterne, der andere kundig der Stürme. Wird der eine führen durch die Sterne, wird der andere führen durch die Stürme. Und am Ende, ganz am Ende, wird das Meer in Ihrer Erinnerung blau sein. Vielen Dank.
Ja, zum Schluss bleibt mir Danke sagen. Liebe Frau Kessmann, Ihnen gehört heute mein erster und herzlichster Dank. Zuerst, dass Sie durch Ihre Anwesenheit unser Jubiläum bereichert haben, und zum anderen, dass Sie uns aufgezeigt haben, wie wichtig eine tiefe Freundschaft heute ist. Herzlichen Dank Ihnen nochmals dafür. Natürlich steht und stand die Frage im Raum, was schenkt man jemand, der doch eigentlich, so denke ich, alles hat. Kundig gemacht, macht jemand, der ständig mit dem Auto unterwegs ist, der viele Termine hat, bis sie zu Hause ist, sind die Blumen verwelkt. Da bleibt dann eigentlich nur übrig, das ist vielleicht nicht ganz so intelligent, aber ich denke praktisch, Ihnen einen Gutschein zu schenken. Den können Sie zu Hause einlösen und können sich an den schönen Blumen erfreuen, ergötzen. Und dann noch mit einer kleinen Praline, dann vielleicht ab und zu auch an den heutigen Abend zurückdenken. Das ist jetzt etwas ganz, ganz Kleines, aber kommt von Herzen. Ein solcher Abend braucht natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und denen möchte ich auch herzlich danken. Zum einen dem Posaunenchor unter der Leitung von Friedegard Heggendorn, der Mesnerin Frau Diana Kronbach, dem Technikteam Günter Weiß, Vorstand und Ausschuss vom Verein, und auch ein Dankeschön an Frau Riegel von der Büchoase in Löchgau. Sie hat im Vorraum, wie Sie sicher schon gesehen haben beim Eingang, einen Büchertisch aufgebaut. Dort finden Sie ein riesiges Angebot unserer heutigen Referentin. Und vielleicht brauchen Sie ein Mitbringsel, ein Geschenk für einen lieben Menschen. Ostern liegt nicht mehr weit. Oder das Buch mit dem Thema des heutigen Abends. Diese Bücher können Sie nach der Veranstaltung gerne haben. Und ein es lohnt sich in Löchgau, die Bücheroase mal vorbeizuschauen. Wenn Sie christliche Bücher brauchen, Karten oder Geschenke, es erwartet Sie ein schönes Ambiente und eine freundliche, einladende und kompetente Beratung. Zum Schluss ein Dankeschön an Sie alle, die heute Abend gekommen sind. Wir haben keinen Eintritt erhoben, würden uns aber freuen, wenn Sie am Ausgang in die kleinen Eimer eine großzügige Spende einlegen würden. Der Erlös kommt dem Verein und dem CVDM-Weltdienst zugute. Im Voraus herzlichen Dank. Und wenn Sie, auch diejenigen am Bildschirm, den Verein unterstützen möchten, Bankdaten auf der Homepage des CVDM unter www.walheim.de. Und dort finden Sie auch die Möglichkeit, den heutigen Abend nochmals Revue passieren zu lassen. Er wird aufgezeichnet und Sie können in den nächsten Tagen gern reinschauen. Den Abend wollen wir nun ausklingen lassen, indem wir gemeinsam ein Abendlied singen. Posaunenchor, die Verse finden Sie auf der Leinwand projiziert. Anschließend wird Frau Kessmann ein Gebet mit uns sprechen. Nach dem Vaterunser und dem Segen dürfen Sie gerne noch als Nachspiel hören wir dann, gespielt vom Posaunenchor, ein Stück, das natürlich nicht fehlen darf. YMCA.
Währenddessen werde ich Frau Kessmann ins Foyer begleiten und dort haben Sie dann die Möglichkeit, Ihre Bücher signieren zu lassen. Ihnen nochmals einen herzlichen Dank fürs Kommen, im Voraus dann einen guten Nachhauseweg und jetzt wollen wir gemeinsam dieses Abendlied singen. Vielen Dank. So lasst uns beten. Gott, wir danken dir, dass du mit Hiob gesprochen hast, wie mit einem Freund. Und dass du auch uns immer wieder ansprichst. Gib uns offene Herzen, dich zu hören. Jesus, du Freund der Menschen, wir danken dir, dass du in Beziehung zu so vielen gelebt hast. Und wir bitten dich, schenke auch uns immer wieder neu Beziehung zu dir. Heiliger Geist, du Kraftquelle, sei bei den Menschen, die einsam sind, die Beziehung suchen, die niemanden haben zum Gespräch. Und gib du uns einen offenen Blick auf Menschen, die auf uns warten, auf ein gutes Wort, auf ein Gespräch. Gemeinsam beten wir, wie Jesus selbst uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. So geht in diesen Abend im Frieden und mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.